geht's. Fans. Und fangen schon wieder an. Oder? Das tut doch gar nichts, oder? Da stirbst du sicher gegen Monochot. Keep it trotzdem. Das wird nicht mehr aus. Viel machen das doch trotzdem nicht. Da verlässt sich einer ganz auf seinen Draw. Es wird schon nicht Monochot sein. Ja, Nice. Dann werden es wohl 7 Leben werden. Das war auch nicht schlecht. Da kann sich einer auf seinen Draw verlassen. Ich korrigiere mich. Und das monorote Deck hat keine 2er Drop gehabt. Das ist ja auch beschämend. Das heißt, er kann jetzt wieder nichts tun. Machen wir Chat. Ja. Habe die Wahrscheinlichkeit, dass er 1er Drop, 2er Drop liegt. Nein, vielleicht hat er was gefunden. Fahren. Okay. Die habe ich schon längst rausgegeben aus meinem Cube. Wir werden wohl 7 Leben werden und eine Kreatur suchen. Handmaster am besten. Das wollte auch nicht. Das kann gefährlich sein. Sieben Leben ist gegen ein rotes Deck eh schon mal auf der Ansage. So, die Frage ist, was wir, ob wir irgendwas Günstiges suchen. Für Natural, oder? So Wood Elves. Können wir noch einen Forest draus suchen? Hm, zum Beispiel. Das Land getappt oder ungetappt? Bei dem Wunder. Ungetappt. Letzte Forest. Die Vettels war es jetzt gegen ihn. Bringt es was einfach viele 3-3er ist hier zu legen mit Terrastra und einfach für eigene Länder ausballern. Ja. Kein Island, kein Island. Schon, wir haben noch eine Island. Ja, auf aber er hat noch Stripman. Ich hoffe, wir fangen jetzt nicht an, uns
schießen kann. Ja, ist auch okay. Bei uns einen Forest. Angriff mit beiden der Rastons, oder? Und dann machen noch große Leck. Zahl doch jetzt gerne 7 Leben, das ist doch eine der. Nein, er kann uns doch nie wieder umschießen, er muss doch jetzt. Er ist im nächsten Zug einfach tot, wenn wir ein große Leck jetzt machen. Schon safer, wenn er so wirklich tot hat. Und er müsste uns 11 Damage machen. Ja, mach's halt. Kozilek. Ja, das war bis jetzt der Spaziergang. Channel raus. Was gehen wir rein, ist die Frage. Fireball. Und mal noch einen Blocker. Ja. Nein, Koselek müssen wir ausgeben, dann wenn wir schnell rausgehen. Ja. Und was geben wir noch rein? Prophetic Ball. Oder Man of the Sea. Oder Experiment One Blocker. Man of the Old Sea vielleicht? Ja, dem vielleicht auch so kleine Gäste. Ja, bis jetzt hat das Deck perfekt funktioniert. Das stimmt. Und das schaut auch ganz gut aus. Ist lustig zu spielen. Ja. Man sieht auch, dass ich schon ein bisschen in die Richtung Decks gedraftet habe. Auch mit Power schon und so. Kein Einser-Drop. Ist schon mal nicht schlecht. So, was geht? Chainwalker. Ja, der wird einfach mal eine Runde lang gejumpt. Warten.
Damage weniger. Was sucht man so ein Land? Ein Forest. Nein, das findet er. Island. Okay, stimmt. Ja, außerdem haben wir im Crew-Tab auch noch ein Forest drin. Auf die Sonne. Ist schon verlockend, oder? Mit Wood-Elves gemeinsam. Oder ist Tripman, die wir von ihm kennen, einfach zu scheiße? Wir machen lieber noch. Das stimmt, das Tripman hat er auch. Den will ich noch nicht jumpen, wir können ja nächste Runde so doppelt jumpen. Außerdem können wir ja Natural Order ziehen. Earthquake. Komische Karte gegen uns. Für Direct Damage müssen wir in Betracht ziehen. Okay, mach die Stagger Shock. Das war schon trotzdem ein fetter Hit, oder? Puh, was dann? 7 Leben gehen. Und Kreatur suchen. Damit wir nächste Runde die beiden machen können. Vielleicht wollen wir einfach auch nur die Wall suchen. Von der Hand machst du wahrscheinlich das einfach das Beste. Okay, 7 Lebenspunkte gegen das rote Deck. Und dort jetzt das. Ja. Und soll das haben. Aber er fetzt uns jetzt trotzdem gescheit rein. Wir müssen hoffen, dass er nicht so viele Länder hittet mit Contest of Crusher. Cats. Schon kräftig rein. Firespot. Ja. Und dann Handpost. Ja. Na, warte mal, was ist grün ist fliegend oder rot ist ground, gell? Ja. Na, die Sideboard-Karte schlägt so. Und ein bisschen glücklich, dass wir da nicht getroffen haben. Ja, ist klar. Den Fred, oder? Ja, aber Island noch.
Spike reingeben. Er ist ziemlich. Kann man ihn schon erwischen. Start. Ja, wir sind on the play. Und. Start der Pebble. Ist zu langsam ist. Ja. Wenn wir schon zu viel Damage gefressen haben, wenn wir das machen müssen. Ja. Schaut auch gut aus. Das schaut übelst gut aus. Machen können wir den nächsten Zug Natural Order machen? Ja, wir machen das. Ja. Dann wird einfach das Terrastro und bei ihm vorbeischauen. Außerdem haben wir dann die Sakura 3 Wälder noch immer zum Nachzuwirken. Haben wir schon 2 Targets. Da wird mein A-Strip, man. Oh, und danach eins zum Wegbouncen. Nicht Strip, man, oder? Oder magst du Deep gehen und... Oder machst du einfach einen Schrein und das Genjo-Land. Na, wir machen beide Länder kaputt. Ja, das meinte ich ja. Mit dem Schreien lasst du überleben, oder? Ja. Turn 3. Der Astrodon. Kommt immer gut. Wenn wir Land nachziehen, machen wir schon, einen Gescheitdruck zu machen. Das war's. Ja, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen.